Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Und wenn du diese Knabe, dieses Mädchen mit ihren 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort nun so oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen, dann kommen sie vom Jungvolk in die Hitlerjugend. Dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS. Und wenn sie dort noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst. Und was dann noch an Klassen, Bewusstsein oder Standesdünkel vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf 2 Jahre. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Sie sind glücklich dabei, sie sehen sich ganz anders an. Sie haben allmählich den Menschen kennengelernt. April the 20th. Hitler's birthday, celebrated as a national holiday. In honor of the occasion, the dictator arranged a special tribute to himself. A solemn initiation ceremony turned youths into Hitler youths. Ich war 10 Jahre alt und damals hat das deutsche Volk, so stand in der Zeitung, dem Führer einen Jahrgang geschenkt. Wir wurden dem Führer geschenkt. For his birthday, for better, for worse. The youngest boy's gift, their solemn oath of allegiance. Dort auf diesem großen Sportplatz stand der gesamte Jungstamm vertreten. Alle Fähnlein in Reih und Glied aufgestellt und dort wurde ein öffentliches Gelöbnis abgelegt. Ich erinnere mich an diese Worte. Ich verspreche in der Hitlerjugend immer meine Pflicht zu tun. In Liebe und Treue zum Führer und unserer Fahne. A serenade for the head of state. The dictator liked to be seen to be fond of children. Children are grateful for attention. Das war irgendwie ein Hochgefühl für uns Jungen. Wir waren plötzlich schwer, ja? Verspreche. A trusting oath echoed by many voices. Also vom Ortsgruppenleiter bis zum Pimpfenführern war man nur Mitglied einer großen Gemeinschaft. Sworn to lethal ideals and to his madness. Eine neue Jugend. Eine Jugend, die unser Großdeutschland einmal führen wird. Das hat uns eingeleuchtet. Wir wollen nicht der Letzte sein in diesem Konzert der Welt. Sondern wir wollen mit die Ersten sein. Das ist unser Gelöbnis. He wanted his worldview to become their will. Und dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, seid ihr mir verantwortlich, denn in euch liegt die Zukunft der Nation und des Deutschen Reichs. Man fühlte sich plötzlich als etwas, was man nie gewesen war. Ein wichtiger Mensch mit einer wesentlichen Aufgabe. Ich suchte Kameradschaft, ich suchte Freundschaft.
Ich suchte auch eine Aufgabe wahrscheinlich, aber vor allen Dingen auch Bestätigung, nicht wahr? Und das habe ich dort gefunden zunächst. Captured. Man fühlte sich in dieser Gruppe durch diese einheitliche Bekleidung, die gemeinsamen Lieder, zu Hause. Mehr als im Elternhaus. An Ersatz Family. Und meine Eltern, ich habe eine jüdische Mutter gehabt, die haben keinen Augenblick gezögert, mich auch in das Jungvolk gehen zu lassen, denn sie wollten mich nicht separieren von den Gleichaltrigen. Ich wäre ja dann ausgesondert gewesen und das wollten sie ihrem 10-, 11-jährigen Sohn nicht zumuten. Exclusion. Der nicht drin war, der war für uns so dargestellt worden, der passt nicht zu uns, der gehört nicht zum deutschen Volk. Das ist ein Aussätziger, der passt nicht in die Gemeinschaft des Großdeutschen Reiches. Uniformity. Wir waren eine verschworene Gemeinschaft. Und die Uniform war das äußere Zeichen und gleichzeitig ein gewisser Schutz. The brown shirt was the price of entry into this league. Many wore it with pride, secure in the company of like-minded peers. But these boys were meant to become as uniform as the clothes they wore. That was the official program. Uniformity of thought finds expression in uniformity of appearance. If you ask one, you know what all will say. The directing of life towards one goal subordinates the individual to the point of self-denial. Die waren ja so geschickt damals in ihrer Gestaltung. Sie haben ja nicht von vornherein gesagt, wir wollen euch zu guten Nazis machen. Sie haben nur gesagt, ihr, für die Jugend tun wir was. With the help of enticing offers. Attractions with an allure often greater than that of other authorities. Die Eltern gaben ihr Erziehungsrecht auf, wenn die Jungen in die Hitlerjugend, sprich Jungvolk, gehen. Das war das eigentliche Ziel, denn jetzt konnte man mit den Jungen das machen, was die Eltern auch taten, durch die Straßen marschieren. Marching made them mobile. For future use. Das Marschieren hat ja eine gewisse Faszination. Wenn Sie mit einer Gruppe sind und Sie gehen tak, 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 tak und irgendwie hat und dann gemeinsam und gemeinsam singen und das gibt irgendwie eine, das hat eine Art von Magie. A magic that dulled the senses. Wenn wir marschiert sind, nicht wahr, haben wir so ein unglaublich widerliches Lied darunter gegrölt, hängt die Juden, stellt die Bonzen an die Wand, obwohl keine, also wahrscheinlich kaum einer von uns überhaupt sich Gedanken gemacht hat, was das inhaltlich bedeutet überhaupt. Schon das Mitsingen bringt langsam eine Identifikation mit der Idee, mit den Worten, die dahinter stehen. Dieses Liedersingen und gemeinsam wandern und marschieren und Uniformen tragen vor allen Dingen. Ich glaube, dass das alles doch eine so starke Kraft hatte, dass also selbst wenn einer das Gefühl hatte, na, also ganz koscher ist diese Angelegenheit nicht, ist er mitgezogen. Denn es war für einen jungen Menschen unmöglich, die Dimensionen zu erkennen, die eigentlich dahinter steckten. Hitler made no secret of his intentions. This is a splendid young generation we are now getting. They have the same brown shirts. They look as if they have hatched out of the same egg. They are growing up that way. And thus,
Every single German is molded until he slowly learns how to stand shoulder to shoulder with his neighbor. Hitler only gradually realized how he could make use of adolescence. Still far from power, he had difficulties with his youngest supporters. They were too hard to keep in line. They didn't cut much of a figure yet. No matter how hard they courted recognition with military posturing, until an ambitious henchman of Hitler's recognized the potential in these foot soldiers. Wir sind die deutsche Zukunft. Wir sind das Deutschland von morgen. Baldur von Schirach restructured the Hitler Youth and assembled every available supporter in Potsdam in 1932. With an elaborate military review of 70,000 cheering disciples, he finally convinced his Führer of the importance of sending the young, as well, into the fight for power. They were only too happy to be dazzled. Dieses Treffen war so die Erfüllung für junge Leute, wo man sonst zum großen Teil in kleinen Grüppchen stand hier zum ersten Mal ein Begriff einer Masse, einer mit Masse verbunden, ein Stück politische Bekenntnis macht. And that force took pleasure in full-blown rhetoric. Und meine lieben Jungs, ich glaube an die unbändige Kraft des Nationalsozialismus, die alles vernichtet, was sich ihr entgegenstemmt. Threats turned to deeds when Hitler's troops were powerful enough. In 1933, the invocations of the battle songs became reality. Wir sind die Zukunft. Wir marschieren. Und was sich uns entgegenstellt, das fällt. One by one, all the other youth associations had to yield to the Hitler Youth's grab for power. Political rivals were hunted down. Members of the Youth League and the Ramblers Association recruited and then sidelined. Church groups driven into isolation. But many didn't need to be forced. Wir bestimmen jetzt, was getan wird, gesellschaftlich. So haben wir gedacht, ne? Und die Jugendbünde, die da waren noch, die wurden dann aufgelöst. Und wurde dann eingegliedert in die Hitlerjugend. And it left no doubt who ruled the streets now. Nun ging die Stramm dort vorbei, mit der Fahne voran. Und plötzlich tritt einer aus der Reihe heraus, aus der Mitte dieser Kolonne, und gibt mir eine Ohrfeige und sagte, Fahne grüßen. Stand da und war natürlich schockiert. And at the same time seduced by the aura of power. Du darfst nicht abseits stehen, habe ich gemeint. Wenn du dabei bist, dann kannst du keine Wachfrau mehr bekommen. Dann bist du unter denen und kannst vielleicht auch welche austeilen. But power alone does not attract a body of supporters. The Hitler Youth needed recruits, and so it beat the drum. Plötzlich hörte mein Vater Schläge, Trommelschläge. Ich hörte sie auch, und es kamen näher. Und in den Häuserschluchten klingt das ganz furchtbar. Zu dem Zeitpunkt schon merkte ich, oh, denn meine Klassenkameraden hat mir gesagt, wenn du jetzt nicht zum Jungvolk langsam kommst, dann holen wir dich ab. Sollte das wahr werden? Die kamen näher, bildeten dann um unser Haus einen Halbkreis. Und dann klingelt's, wir hatten Angst. Ich ging nach draußen, die nahmen mich in ihre Mitte, die zwei, führten mich dann zum letzten Zug, Zug 4. Dort musste ich mich anschließen. Da sah ich auch einen Jungen, der auch in Zivil war. Und dann war mir klar, die holen noch mehr ab oder da läuft noch was. Ne? Und dann marschierten wir los. Und das Marschieren, das fügt einen dann zu einer Masse zusammen.
Und es war nun mal so, wem die Straße gehörte, wer auf der Straße war, der hatte die Menschen. To them, the new regime appeared in its most attractive light. The rise to power was orchestrated, like an unstoppable triumphal procession, movement for its own sake, after a time when so many had gone nowhere. Ich sah den ganzen Fortschritt in Deutschland, die Menschen, die alle in Arbeit kamen und die Fahnen, die Aufzüge, die Fackelzüge, das begeisterte ja. Das war irgendwie, wie ich sage, eine Art Massenhypnose, die auf mich gewirkt hat. As did most Germans, they succumbed only too readily to the cult surrounding this self-appointed savior. To the lockstep of a national community that had fallen into line. To the pleasing illusion of a perfect world. Not even the youngest were immune. They discovered worlds which had previously been out of their reach. The Hitler Youth as travel agency. The objects of its affection put up with many a constraint if they could just join in. Die Kinder hatten keine Möglichkeit in Urlaub in den Ferien. Die waren auf dem Balkon oder waren draußen auf der Straße. Oder sie waren, wenn sie mal ganz großes Glück hatten, hatten sie vielleicht eine Oma, die in Mecklenburg irgendwie einen Bauernhof hatte, dann konnten sie dahin fahren. Aber mehr lag doch nicht drin. Und plötzlich konnten die Kinder dann 14 Tage oder 3 Wochen dann mal Urlaub machen. Sie kamen mal raus. Das kannten Kinder ja gar nicht. Sowas. Vergreisen. Reflection wasn't on the program. Above all to the younger boys, the 10 to 14-year-olds in the Jungvolk, the Hitler Youth seemed at first like a merry band of scouts. In dem Alter, in dem ich ins deutsche Jungvolk eintrat, war das ein Spaß. Es war ein Spaß, mit gleichaltrigen, größeren Kindern zusammen zu sein und sich nicht mehr nur auf der Straße zu raufen und auf Bäume zu klettern, sondern Fahrten zu machen. Hardly a weekend without a set program. The Hitler Youth kept its members on the go and on course. Da sind wir rausgefahren an so einen kleinen See und haben dort Lager gemacht. Und das war großartig, nicht wahr? Das war der Himmel für uns. Feuerchen machen, ein bisschen was köcheln, Lager legen, nicht wahr? Das war das, was, glaube ich, in jedem Jungen angelegt ist. Er will sowas erleben. Das ist eine uniformierte und deformierte Art des Indianer sein wollen. The illusion of untroubled freedom. Their leaders knew how to lure young people. Islands of happiness in an authoritarian regime. Für uns war tonangebend die Jungengemeinschaft, das Erlebnis der Gruppe, das Erlebnis der Fahrten, die Anstrengung. Wir mussten ordentlich schwitzen, wir mussten ordentlich frieren, wir mussten im Zelt nass werden. Wir konnten auch bei Fluchen und sonst irgendwas begleiten, aber wir konnten auch die Sau rauslassen, aber immer wieder zur Gemeinschaft zurück. Ja? Und das war sehr wichtig. Romanticism, songs, camping out, proven drugs for the soul. The magical spell of fire. A dangerous mixture with long-term effects. Jetzt saß alles rings um das Feuer. Und dann sangen wir gemeinsam im Abend. Man, es war ja dunkel, ne? Die Sterne über uns. Das war ein ergreifendes Gefühl, ja, was man nicht vergisst, ne? But hardly any of this had been invented by the Hitler Youth. It had merely been copied.
diese ganzen Stilelemente, die Fahrten, die Feuer, das wurde alles übernommen. Die Attraktivität des Jungvolks beruhte auf der Lebendigkeit des Lebens der bündischen Jugend vorher. But now other calls sounded. Physical discipline. Fisticuffs. Fighting. Following orders. Hitler boys had to test their strength. And they learned that in games. Pitched battles. Das war ja ernst, ne? Da hat es einmal richtig wehgetan. Da wurde richtig hart zugegriffen. Geländespiel, oh, heute Geländespiel da und da. Sie glauben gar nicht, wie wir dann Feuer und Flamme. The object of the exercise, desensitizing. Selbst wenn man Beulen abbekam und Schläge abbekam und Schlimmes einstecken musste, das nahm man hin. Man wurde Städern. Man wollte es sein, ja. The rule of the fist displaced concern for others. The strongest win, the weakest pay the price. Die Doktrin in der Hitlerjugend, das war Abhärtung, ganz zweifellos. Also das war ein System, wie hat Hitler gesagt, der deutsche Junge sei blind wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Es war immer nur die Härte angesagt, ja. Und es war verpönt, wenn jemand Schwachheit zeigte. Und es gab auch kein Mitleid. Not for others, nor for oneself. Normal human feeling had no place. Und zwar ging ich zu meinem Fähnenführer, melde mich da und sage, ich melde hiermit, dass mein Vater verstorben ist. Und über diese Meldung komme ich ins Weinen. Die Tränen kommen, ich konnte nicht mehr weitersprechen und versagt meine Stimme. Und dann werde ich sehr barsch angesprochen von diesem Fähnenführer. Er schreit mich eigentlich mehr an, ja, und sagt, ein deutscher Junge hat nicht zu weinen. Und von dem Augenblick an habe ich in meinem ganzen Leben keine Träne mehr geweint. The new guiding principle, praise be to what makes you hard. Was wir uns unter der deutschen Jugend der Zukunft wünschen, ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Bin ich erst mal groß und nicht mehr klein, werde ich Soldat des Führers sein. Das sind alles die Schlagworte, die seinerzeit, die mich gefesselt haben. Das habe ich auch zum Ausdruck gebracht, wie die Mutter gesagt hat, das sind doch noch Kinder. Da habe ich noch gedacht, meine liebe Frau, Kinder, ich bin schon lange kein Kind mehr. Ich bin bald ein Soldat. An American foreign correspondent wrote, these little creatures would be amusing if they weren't so dangerous. When they wrench their gentle faces into fierce grimaces to emulate their adored Führer, they scare me more than full-grown soldiers. Was sonst üblich war, dass man mit Eltern am Sonntag spazieren ging oder Boot fuhr oder irgendwie Wege machte, Wanderungen machte oder Spiele machte, das blieb alles aus. Weil uns ja gesagt wurde, ja, du kannst dich da auch mit den Jungen, mit den Eltern damit laufen, dann bist du ja ein Muttersöhnchen. Und das war auch ein Begriff, Muttersöhnchen. Keiner wollte Muttersöhnchen sein, jedenfalls ich auch nicht. So, also musste man sich von den Eltern abnabeln. Ja, und da kam dann also der Konflikt mit dem Elternhaus. Und dann habe ich natürlich mit Vorliebe den Dienst sonntags vormittags angesetzt. Und während also mein Vater in der Kirche stand, habe ich dann also auf dem Marktplatz mit den Jungen exerziert oder bin Lieder singend mit denen durchs Dorf marschiert. Ahnen Sie eigentlich, was hier vor sich geht? Spüren Sie denn nicht,
dass hier etwas besudelt wird, was ihn eigentlich heilig sein müsste? Defying the older generation, a common rite of passage, the Hitler Youth fired the need to rebel. Mit diesen Lügen? Was erlauben Sie sich hier durchschlafen? Wir sind hier eine geschlossene Gesellschaft. Mit welchem Recht kommen Sie hier herein und protestieren? Ich protestiere mit dem Recht der Jugend. Die Aufmüpfigkeit, die es teilweise gerade in der Hitlerjugend aufgenommen worden und für die Zwecke des Dritten Reiches benutzt worden. Wir waren aufmüpfig gegen die ganze übrige Welt. Das ganze Dritte Reich war eine Rebellion gegen die humane Welt, gegen die Menschheit. Burning enthusiasm for an insane idea which broke every rule of a humane society. The disciples of this sworn order had never known another worldview. To them, this demonic ideology was a matter of faith. And their leaders used every seductive trick to turn them into fervent supporters. Zerbrechen wir! Wir erneuern in dieser Nacht den Führer und seine Idee, den Treueschwur. Sieg! Heil! Their sense of right and wrong vanished in an arrogant view of their own superiority. Ich habe ja mich dann als Hitlerjunge geschämt. Zu meinem Bedauern muss ich das heute sagen, aber ich bin auch froh, dass ich es mal sagen darf, dass das mir herauskommt, weil der Vater einfach von diesem Nationalsozialismus nichts wissen wollte. Und ich habe mit meinem Bruder in einer Kammer neben der Küche geschlafen. Da habe ich die Stimme gehört und dann habe ich gehört, dass das die Jud ist. Und der Jud wollte über die Grenze. Und da hat mein Vater gesagt, er soll da bleiben, ist halt oben, bringt den rüber. Und so ist er dort mit dem Juden über die Grenze gegangen. Und er ist dann wieder alleine heimgekommen. Ich sage das jetzt ganz ehrlich sage ich das. Ich habe mir seinerzeit gewünscht, nicht der Sohn dieser Eltern zu sein. Whenever a new demagogue becomes the object of hero worship, parents have less and less authority. Most of them had fallen victim to his delusions anyway. Es hat Elternhäuser gegeben, wo den Jungen gesagt worden ist, bleib wenigstens innerlich frei. Bei mir nicht. In meiner Klasse waren alle Eltern für die Nazis. Niemand hat mich aufgerüstet, munitioniert, gegen die Nazis etwas zu empfinden. Und dann bin ich glaube, hundertprozentig war damals so ein Wort, alles war hundertprozentig. Also ich bin hundertprozentig dann den Nazis verfallen. Such total devotion was in general applauded. Adolescents were wooed as never before in German history. Provided they played along. Dieser Begriff Jugend ist ja damals auch idealisiert worden. Ihr seid einmal Deutschlands Zukunft, denn ihr seid einmal Deutschland. Ihr seid einmal unser Volk. Ihr seid einmal nicht die Hoffnung, sondern ihr müsst dann die Vollendung dessen sein, was wir erhoffen. Ihr seid, Jugend ist. Und die Alten, die haben sowieso keine Ahnung. Die wissen gar nicht, was los ist. Die sind verkalkt. Und das kommt natürlich bei jungen Menschen an. Alle Jugend dem Führer. Das ist die Parole der HJ. Und wie in den vergangenen Jahren rufen wir auch heute den Jahrgang der Zehnjährigen zum Dienst unter Adolf Hitlers Fahnen. For that, the ratcatchers of the regime pulled out all the stops. In 1936, an elaborate campaign drummed up all the boys who were still on the outside to slot them into the Hitler Youth. 90% of the 10-year-olds followed this uncompromising call.
At the great party rally in Nuremberg, Hitler's children had to demonstrate the strength of their numbers. The huge crowd had a magical effect. Als wir dann diese Mengen sahen, dass wir nicht alleine waren, dass es Tausende und Abertausende und alle in der gleichen Uniform. Wir fühlten uns richtig wohl, weil alle so waren wie wir. Ich habe Jungen weinen sehen. Das war für mich etwas Ungewöhnliches. In Uniform, am helllichten Tag, haben sie geweint. Da bin ich natürlich hin, weil das störte mich, dass das vielleicht in unserer Gruppe da ein deutscher Junge weint. Ich habe dann gefragt und dann hat er gesagt, das war so schön, das ist so schön, ich zittere. Emotion was welcome, thinking out of place. Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen ist wahrscheinlich größer als ihr Freiheitsbedürfnis. Und Sicherheit findet man in einer Gemeinschaft, in einer Glaubensgemeinschaft, wo man rechts und links Tuchfühlung hatte und weiß, dass die anderen denken alle so wie ich. Und man braucht sich nicht zu überlegen, was man zu tun hat. Das ist klar vorgegeben. The perfect illusion of a unified society, in which everything was brought into line under the policy of Gleichschaltung. Durch die Uniform waren wir praktisch gleichgestellt, obwohl wir aus verschiedenen Schichten kamen. Da war genau der Junge des Schlossers oder des Arbeiters, genau wie der des Professors, eben durch die Uniform gleichgestellt. Wir waren Kameraden. Meine Kameraden, nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. Diese Gleichschaltung, diese Enteignung des deutschen Jungens, die Zerstörung seines Individuums, das war Schirachs Programm und das hat er erreicht. Mein Führer, ich melde Ihnen die größte Jugendkundgebung der Welt. Ich melde Ihnen den freiwillig vollzogenen Eintritt von 917.445 Jugendlichen am 20. April dieses Jahres. Heil Jugend! Also unter Freiwilligkeit stelle ich mir was anderes vor. Es gab eigentlich gar keine ernsthafte Möglichkeit, jedenfalls in überschaubaren Verhältnissen, nicht Mitglied der Hitlerjugend oder des Jungvolks zu sein, nicht? Wenn man eben nicht ein ganz krasser Außenseiter auch in der Schule sein wollte. Assuming that without membership of the Hitler Youth, you had been allowed to stay at school in the first place. Vom HJ-Gericht. Er hatte die Schule ein Schreiben gekriegt, dass ich von der Schule geworfen werden soll. Ich wäre nicht würdig, dort weiter auf das Gymnasium zu gehen, weil ich nicht zur Hitlerjugend ging. Und der Direktor hat dann meinen Eltern den Vorschlag gemacht, dass sie mich doch abmelden möchten, noch am selben Tage vom Gymnasium. Any group which dared to meet outside the state youth organization, like this youth league in the mid-1930s, ran into trouble with the Gestapo or the Hitler Youth security patrols. Da war so ein Heimabend und da kamen plötzlich also eben 20, 25 Mann, HJ-Streifendienst, alles ganz kräftige Burschen, die das stürmten und auf uns losschlugen. Der Höhepunkt war vielleicht der, dass wir einmal, als wir von einer Fahrt zurückkamen am Sonntagabend, dass dann auf der Oderbrücke wieder die Hitlerjugend stand und hat uns dort verdroschen und den Führer unserer kleinen Gruppe, einen 19-jährigen, sehr, sehr guten Jungen, Konrad Weigt, von der Brücke geschmissen. Pressure was put on recalcitrant boys to fall into line in the increasingly dictatorial society. Also wenn mein Jahrgang noch unter Druck gesetzt wurden, dass wir freiwillig reingingen, angeblich freiwillig, so war es später absolute Pflicht. Also konnte niemand mehr Nein sagen.
Und das heißt, sie war nun für alles zuständig, was überhaupt Jugend betraf. The Hitler Youth monopolized every activity that took place outside home and school. Die Idee alleine, dass jeder Hitlerjunge, jeder Pimpf, sich da betätigen konnte, wo er wollte, das war der große Anziehungspunkt. Und man durfte zuerst auch nur, wenn man gute Leistungen gebracht hatte. And so, with all their might, they fought, wrestled and ran, until it hurt. Und wenn ich über 5 Meter sprang, einen Weitsprung, dann war man eben kein Junge, weil man sagt, das ist ein Pflaume, nicht? Dann wurde ausgestoßen und lächerlich gemacht. But the chance to be a winner was the draw card. Leistung musste man auf irgendeine Weise bringen. Jeder auf seine Art konnte etwas sein, konnte ein inneres positives Gefühl entwickeln und sich bedeutend fühlen. After a confidence boost, boys were more likely to join in, or so the regime believed. Elite sports carnivals, competitions for faithful apprentices throughout the Reich. Accompanied by some bold words. Wir haben im Reichsberufswettkampf die gesamte junge Generation Deutschlands auf dieses Leistungsprinzip verpflichtet. Du hast eine Urkunde gekriegt, Belobigung, dass du das eben mit den und den Noten vielleicht sogar bestanden hast oder irgendwas. Ne? Das war natürlich schon eine gewisse Ehre für einen. Ne? An ingenious system of praise and censure. Wir wurden bewertet von dem Fähnleinführer nach irgendwelchen Punktsystemen, die sich natürlich zusammensetzten aus Sportgelände und so weiter. Und wie man auftrat, wie man sprechen konnte, wie man singen konnte, ob man gut artikulieren konnte, wenn man was erklärte. Und die wurden dann vorgemerkt. Und so stieg man in der Hierarchie auf. From the youngest recruit right up to the Reich youth leader, the basic law of the Nazi Reich applied. One commands, the rest follow. Jeder lauerte drauf, eine neue Schnur zu bekommen oder einen neuen Wimpel oder irgendetwas, also eine Beförderung. Und das war ja das Schöne, jeder in Deutschland konnte irgendetwas werden und einen anderen befehligen, der wiederum eine andere Position hatte und andere befehligte. Es gab ja kaum jemanden, der nicht irgendeine Position hatte. Und so war es auch bei den Jugendlichen. The color of their lanyards showed who commanded who. Being a leader is seductive, particularly when your subordinates are your own age. Wenn man also da vor so einem Haufen steht und sagt, stillgestanden, die Augen links oder Augen rechts oder Augen geradeaus, dann ist man derjenige, der das nicht zu machen braucht, sondern der das Kommando gibt. Und das ist für das Selbstwertgefühl ziemlich viel wert. Das war immer wieder ein Erlebnis, so vor der Front zu stehen, Befehle zu geben und dabei das Gefühl zu haben, jetzt bin ich was. Ohne zu wissen, was. Aber man fühlte sich einfach eben durch diese Autorität gehoben. Children commanded children. Ein 12-Jähriger kann dann schon 10-Jährige kommandieren, stillgestanden, hinlegen. Da muss er sich in den Dreck schmeißen. Auf diese Weise und immer höher das Ziel setzend, jetzt kannst du Jungschaftsführer werden, hast du 30, jetzt kannst du Fähnleinführer werden, hast du 100 unter dir, kannst befehligen. Das ist verführerisch für Jungen. Das haben sie gewusst und das haben sie ausgespielt und bei vielen damals, wie zum Beispiel bei mir, hat es geklappt. One called the tune and the others had to follow. Ein Lied, da wurde befohlen, wurde kommandiert, da musste man ein Lied singen und dann war es nicht laut genug, dann wurde geschimpft, dann wurde es noch lauter werden. Es war also ein absolut eingezwängtes Jungenleben. Von Freiheit war da gar keine Rede. Instead,
There were monotonous orders. Wenn ich einen Befehl gab, dann war es für mich selbstverständlich, dass er ausgeführt wurde. Wenn ich sagte, singen, dann war es selbstverständlich, dass gesungen wurde. Oder wenn ich einen Befehl zum Abmarsch gab, dann wurde eben marschiert. Das war selbstverständlich. Das war eigentlich bei der Hitlerjugend schon genauso selbstverständlich wie später bei den Soldaten. Nichts ist möglich, wenn nicht ein Wille befiehlt, denn immer die anderen zu gehorchen haben. Von oben beginnend und ganz unten erst endend. Ein Befehl wird blind befolgt. Man wird nicht, man fragt nicht, ob der Befehl richtig ist. Nicht? Befehl ist Befehl, hieß ja das so ganz einfach. Und wenn man nicht gehorcht, dann wird man entsprechend behandelt, ist ja klar. Hitler, Junge, Hitler bietet von der weiteren Teilnahme an dem Lehrgang entbunden zu werden. Na nu, was ist denn mit dir los? Dafür, ich glaube, ich schaffe das nicht, was dir alles verlangt wird. Ich denke, du willst Offizier werden. Und da willst du schon nach 3 Tagen schlapp machen. Ich will dir mal was sagen. Ob du das hier schaffst oder nicht, das bestimmen wir und nicht du. Reiß dich mal gefälligst zusammen. Jawohl, Dafür. Weg denn. Weg denn. Es ging nie um den Einzelnen. Da wurde nie gefragt, kannst du das auch? Oder wie ist dir zumute? Oder magst du das? Nein, das, man hatte es mitzumachen und machte es mit. Und es war ein verschworener Haufe. In step with the whole column, it was hard to follow the beat of your own conscience. Und dann marschierten wir los. Wir kamen an die städtische Sparkasse. Dort hing der Kasten des Stürmers, ein Aushangkasten, in dem die Zeitschrift der Stürmer ausgehangen war. Der Fähnleinführer sah den Kasten und brüllte dann Juda Vorrecke. Der Ruf wurde vorne aufgenommen in dem ersten Zug, pflanzte sich vor bis zu mir dahin. Ja, das war natürlich jetzt eine Gewissensfrage für mich. Ne? Ich konnte nicht mitrufen, ich konnte es nicht. Und habe die Lippen einfach bewegt. Aber dann hat es bei mir irgendwie geklickt. Zwar, ich hatte so den Gedanken, Juda verrecke, das ist doch ein Land da unten irgendwo da. Und Juda, wenn ich sage Land verrecke, dann tue ich doch keinem persönlich was. Dann habe ich mitgeschrien. Ne? Das war sehr schlimm. The words these youngsters bellowed were not of their own devising. Week after week, the Nazi catechism was drilled into them at the regular Hitler youth meetings, as instructed. Das Thema der Heimabende waren die Lebensläufe der Nazi-Größen und der Judenhetze. Es war eine, ja, ich will mal sagen, nationalsozialistisch geprägte Schulstunde. With unambiguous texts from the records of a Hitler youth leader, the goal of the Jew as the chosen people, brutally to rule all races. Here, the Jewish people reveals itself in all its madness, its brutal thirst for power. Sie haben es ja elegant verstanden. Elegant verstanden. Immer nur alles in kleinen Dosen zu verzapfen. Immer wieder so eine kleine Dose, bis es drin saß und ein bisschen mehr, sodass man gar nicht gemerkt hat, was eigentlich mit uns geschah. The helpless victims of a demonic and perverted worldview. Those who had defamed a Hitler Youth training manual as incendiary in November 1938 became themselves the victims of a flare-up of state power in full public view. Ich bin voller Begeisterung dem Feuer nachgegangen. Das ist neben unserer Schule gewesen. Und steht dort und überlegt mir, warum lässt die Feuerwehr bloß die Nachbarhäuser und nicht den Brand selber? Bis dann ein Kumpel von der Hitlerjugend mir gesagt hat, Mensch, das haben doch wir angezündet. Warst heute Morgen nicht dabei, wo wir die ganze Läden, die Schaufenster eingeschlagen haben, bei den Juden und Sachen ausgeholt haben. Und dann habe ich erst gesehen, dass also SA-Leute und Hitlerjugendjungen da rausgekommen sind mit großen Tora-Rollen und sie jubelnd wieder ins Feuer gespissen haben. Und nach der Reichskristallnacht, 2 Tage später, hat dann ganz Ludwigsburg so unter der Hand gesagt, Dr. Pindus ist tot. Er wurde an dem Reichskristallnachttag abends
verhaftet und hat in der grünen Mina, also in dem Gefangenenwagen, CMK genommen, weil er gewusst hat, was auf ihn zukommt. Und da war ich also 13 Jahre alt und da ist das erste Mal so durch mir gefahren, dass ich gesagt habe, Mensch, vor 3 Jahren habe ich noch geschrien, Juda verrecke. Und jetzt ist er tatsächlich tot. Doubts fade when spine-tingling rituals celebrate unanimity. In the torchlight, there was an appeal not to reason, but to readiness for self-sacrifice. Burnt into children's souls, blind faith, sacrifice, self-denial. Adolf Hitler, wir sind bereit, wie immer, für dich einzustehen bis zum Letzten. Der Glaube, der unabdingbare Glaube, der Führer wird schon richtig machen. Dieses, er ist uns ja damals als der Gott hingestellt worden. Gottähnliche. Und das haben wir auch darin gesehen. Es war ein Idol, es war ein halber Gott für uns, ne? Und wenn, ich sag's ganz ehrlich, wenn ich wo gewesen wäre und es hätte jemand auf Hitler geschossen, zu der Zeit, ne? Da wäre ich vorgesprungen, hätte mein Leben für ihn gegeben. Heute sehe ich das anders und als Wahnsinn, ne? There was a method to the madness. Even a pseudo-religion needs martyrs. The tragic fate of the Hitler Youth member Herbert Norkus was declared an heroic death. Also using the seductive power of the silver screen. In the film, Norkus became the hero, Quex. Virtually every Hitler youth saw it, an appalling screen epic glorifying the act of sacrifice. Perfect. Unsere Fahne flattert uns. The eye wash served its purpose. Wir haben den bewundert, den Jungen. Das war wie, ja, da ist eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen. In which direction the heroic boy was pointing became clear to most only later. Ja, die Fahne ist mehr als der Foto. Du bist eigentlich nichts, dein Leben ist nichts wert, du musst es bereitwillig sein zu opfern. Für die Fahne, also ein Aufruf an die Jugend, welche ja direkt ihm zum Tode eigentlich verurteilt. Und kann es ein größeres Verbrechen geben an Jugend wie dies? Und das wurde an 12-, 13-jährige Jungs gerufen. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Children respond readily to such appeals. These children did not realize that the seeds of their training would bear fruit on other fields as well. Geländespiele haben wir selbstverständlich gemacht, in denen man versucht hat, sich wie ein Soldat zu benehmen. Bewege dich richtig im Gelände, lass dich vom Gegner nicht sehen, nicht lerne anschleichen, all diese Dinge. Das ist eine ganz kindliche Neigung. Man hat es einfach ausgenutzt. Aber das war kolossal spielerisch und man kann ja auch auf das Spielerischste verführen. What at first appeared to be a boy's own adventure soon led in one direction only. The skills the Hitler youths learned equipped them for a predetermined goal. Das war das Ziel des Führers, eine soldatische Jugend zu erziehen, eine Jugend, vor der die Welt erschrecken soll. So hat er es mal gesagt. Und vor dieser Jugend ist die Welt ja dann auch erschrocken. They fought Hitler's war.
The seeds were bearing fruit. The storm of devastation was elevated to a crusade. The victory swept those who were still too young for the battlefield into the vortex. Das hat tatsächlich eine gewisse Begeisterung bei uns ausgelöst. Polen war eher noch ein Erstaunen, nicht so weit ein 13-Jähriger das beurteilen kann. Aber ich erinnere mich heute noch, der Einmarsch in Paris, die Besetzung in Paris und das rasche Ende des Frankreichsfeldzuges, das hat uns schon in eine Art Begeisterung versetzt. Nicht? Berlin, the ecstasy of triumph. The conquering hero at the pinnacle of his acclaim. The euphoria of war cast its greatest spell on those who had never known another world. Now the seduction showed its true face. Wir waren begierig darauf, wirkliche Soldaten zu werden und in den wirklichen Krieg zu ziehen, obwohl wir uns natürlich nicht vorstellen konnten, wie grausam dieser Krieg werden würde. Es tragen wir mit einem schwankenden Schatten.